Es ist sicher kein Geheimnis, dass Katzen intelligent und lernfähig sind. Und trotzdem gibt es Unterschiede dahingehend, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Katze viel mit Intelligenzspielzeugen spielt und neue Dinge lernen möchte. Neben dem individuellen Charakter ist dabei vor allem die Rasse maßgeblich. Deshalb sehen wir uns heute 5 Katzenrassen an, die nicht genug davon kriegen können, neue Dinge zu lernen. Die Abyssinia-Katze. Die Abyssinia-Katze ist eine relativ kleine und vor allem auch sehr, sehr aktive Katze. Sie liebt es zu spielen und zu klettern und jede Ecke und jeden Winkel in der Wohnung zu erkunden. Sie freut sich sehr über einen Laufsteg in der Wohnung, um immer alles überblicken zu können. Wenn sie draußen ist, sitzt die Abyssinia-Katze sehr gerne hoch oben auf Bäumen und ist außerordentlich geschickt im Erklimmen, aber auch dem wieder herabsteigen. Hast du in deiner Wohnung weder einen sehr hohen Kratzbaum noch einen Laufsteg, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass deine Abyssinia-Mieze so lange keine Ruhe gibt, bis sie sich einen Weg erarbeitet hat, auf deine Schränke oder Bücherregale zu gelangen. Die Siamkatze. Fast alle Katzenverhaltensforscher und Tierärzte stimmen dem zu, Siamkatzen gehören zu den intelligentesten Katzen. Das zeigt sich vor allem nicht nur in der Nutzung von Intelligenzspielzeugen, sondern vor allem auch in ihrer sozialen Intelligenz. Siamkatzen sind die mit Abstand effizientesten Kommunikatoren. Wir Menschen sprechen einfach gerne davon, dass Siamkatzen sehr gesprächig sind. Aber wenn sie lautstark äußern, dass sie etwas wollen, geht es ihnen vor allem darum, uns Halter dahingehend zu erziehen, dass wir genau tun, was sie möchten. Abgesehen davon benötigen Siamkatzen, besonders als Hauskatzen, unbedingt einen Spielgefährten und immer genug Spielzeug und geistige Herausforderungen, wenn Halter nicht möchten, dass ihre Wohnung auseinandergenommen wird. Die Burma-Katze. Die Burma-Katze stammt von der Siamkatze ab und hat deshalb einige ihrer Charaktereigenschaften vererbt bekommen. Sie ist gesprächig, wenn auch nicht ganz so sehr wie die Siamesin. Sie ist eine große Erforscherin, die schon nach kurzer Zeit deine Wohnung besser kennt als du selbst. Auch sie will unbedingt beschäftigt werden, braucht regelmäßig neues Intelligenzspielzeug und deine ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn sie mit dir spielen oder neue Dinge beigebracht bekommen möchte. Bengalkatze. In der Bengalkatze steckt noch sehr viel Wildnis. Bengalen sind überdurchschnittlich begabt, wenn es um das Erlernen von Tricks geht. Außerdem können sie ihre Pfoten sehr geschickt einsetzen. Das klingt sehr lustig, kann aber durchaus auch mal zu Problemen führen, weil Bengalen eine Vorliebe dafür haben, Lichtschalter an- oder auszuknipsen, den Fernseher anzuschalten oder anderen Unfug zu treiben. Abgesehen davon lieben Bengalen Wasser und folgen ihren Haltern, wenn sie können, bis in die Badewanne oder die Dusche. Gleichzeitig macht ihre Liebe zu Wasser sie aber zum Albtraum von Aquarienbesitzern, denn gepaart mit ihrer Intelligenz ist so ein Aquarium schnell mal vom Deckel befreit und der Angelausflug gestartet. Die Cornish Rex. Mit ihrem kurzen, krausen Fell sind Cornish Rex-Katzen optisch sehr speziell. Darüber hinaus sind sie außerordentlich begabte Beobachter. Das allein klingt erst einmal wenig spannend, aber es gibt ein Phänomen, was bei dieser Rassekatze häufig berichtet wird. Sie beobachtet, wo Leckerlis oder auch Nahrungsmittel, die nicht für sie gedacht sind, verstaut werden, und dann geht die Jagd danach los. Wegen ihrer hohen Intelligenz versteht sie aber auch, dass sie in die Schranken gewiesen werden würde, wenn du sie dabei beobachtest. Also wartet sie geduldig, bis sie unbeobachtet ist und nutzt ihr ganzes Hirnschmalz, um das Objekt der Begierde ausfindig zu machen und zu ergaunern. Dass die Cornish Rex darüber hinaus ein talentierter Hochspringer ist, der sich mit den Vorderpfoten an Vorsprüngen festhalten kann, befeuert diese Verhaltensweise weiter. Wie schon zu Beginn des Videos erwähnt, ist die Rasse alleine natürlich nicht ausschlaggebend. Es gibt viele Katzen anderer Rassen und natürlich auch viele Mischkatzen, die extrem intelligent, lernwillig und auch lernfähig sind. Genauso kann es Fälle geben, in denen diese 5 Katzen ziemlich faul und lernunwillig sind. Wenn du denkst, du hast eine intelligente Katze, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, ob deine Katze mit dir spricht? Wenn du das erfahren willst, klick auf das Bild links, um dir unser Video dazu anzusehen. Oder willst du vielleicht deiner Katze per Klickertraining coole Dinge wie zum Beispiel High Five beibringen? Dann klick jetzt auf das Bild rechts.